Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal in einer etwas anderen Location hier unten. Ich habe es mir mal ein bisschen bequem gemacht, weil ich schon vermute, dass dieses Video wahrscheinlich ein bisschen länger gehen wird. Ich habe euch ja versprochen, dass ich ein Video zu der Borderline-Symptomatik mache. Also nachdem ich euch halt erklärt habe, dass ich Borderline habe und halt auch so erzählt habe, wie das so war in der Tagesklinik und so alles Mögliche zu dem Thema, wollten halt viele wissen, wie sich das Ganze so äußert. Es gibt ja viele verschiedene Symptome, die damit zusammenhängen können und wie das so ist. Jeder Mensch ist anders. Nicht jedes Symptom passt zu jedem Menschen. Nicht jeder Mensch ist von allem gleich stark auch betroffen. Es gibt da Unterschiede in der Intensität natürlich. Und deswegen wollte ich euch halt mal genau erklären, was ja bei mir so alles zutrifft. Ich habe mir jetzt mal auf meinem Handy einige Punkte aufgeschrieben, die so recht typisch sind. Und dann werde ich einfach mal erklären, was das genau bedeutet. Dann werde ich euch auch erklären, inwieweit ich davon betroffen bin, in welchem Ausmaß, wenn... Ja, das wird ein Video, ihr braucht mich jetzt nicht unbedingt anzuschauen. Also das ist wieder so ein tolles Video, wie ich sie auch immer gerne schaue nebenbei, wenn ich zocke oder wenn ich koche, putze, was weiß ich, was man super nebenbei laufen lassen kann. Also ich glaube, dass was Borderlinern ja schon so ein bisschen vorauseilt, was auch irgendwie so ein Klischee ist, muss man schon sagen, obwohl es ja irgendwie schon gerechtfertigt ist, ist das Thema Unsicherheit und Impulsivität. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Borderliner irgendwie sehr negativ von der Gesellschaft aufgefasst werden. Also da sind irgendwie sehr viele negative Eigenschaften, die damit in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel, dass sie manipulativ sind und impulsiv, leicht ausrasten und so weiter. Und dieses Impulsive ist so das Erste, wo ich überhaupt drauf gestoßen bin, als ich das erste Mal so davon gelesen hatte, wie andere darauf reagieren vor allem. Und ja, dieses Thema Unsicherheit und Impulsivität bzw. Schwierigkeiten, die Impulse und Gefühle zu kontrollieren, sind charakteristische Borderline-Symptome. Borderline-Patienten rasten auch bei Kleinigkeiten schnell aus. Das ist so das, was denen nachgesagt wird, ne? Vor allem auch. Und sind streitsüchtig, auch wieder so was Negatives. Vor allem, wenn sie daran gehindert werden, ihre Impulse auszuleben. Wutausbrüche gehören zu ihrem Alltag. Hinter diesem explosiven Auftreten stecken meist starke Selbstzweifel. Das, finde ich, vergessen Außenstehende oder vielleicht wissen sie es auch einfach nicht. Irgendwie werden Borderliner immer so ein bisschen wie Soziopathen dargestellt, habe ich das Gefühl. Also, dass sie irgendwie versuchen, alle zu manipulieren und zu unterdrücken und Streit suchen. Und das hat, darf man nicht vergessen, ja die meisten Konsequenzen für einen selbst, für die Betroffenen. Ne? Und am schlimmsten ist es immer für die Betroffenen selbst, eben weil häufig diese Selbstzweifel dahinter stecken. Neigung zu Streitereien und Konflikten, vor allem wegen impulsiven und unerwarteten Handlungen. Neigung zu unerwarteten Handlungen ohne Berücksichtigung der Folgen. Neigung zu Wut- oder Gewaltausbrüchen und Unfähigkeit, das explosive Verhalten zu kontrollieren, Schwierigkeiten, Handlungen beizubehalten, die nicht unmittelbar belohnt werden, Unbeständigkeit und Unberechenbarkeit in der Stimmung. Also das ist auch mit Abstand das, wovon ich am meisten betroffen war. Ich benutze jetzt ganz bewusst das Wort war, denn ich habe euch ja schon erzählt, dass ich vorher nie in Therapie war, bis ich halt in der Tagesklinik war und sich das dann später auch so entwickelt hat, dass ich dann Antidepressiva bekommen habe, wobei die bei mir, also ich nehme ja die Duloxetin, hauptsächlich diese Stimmungsschwankungen unterdrücken sollen. Also die halten das Ganze so ein bisschen im Gleichgewicht, damit das nicht ständig so schwankt bei mir. Und das hilft bei mir so gut, dass ich diese Symptome gar nicht mehr habe. Also da waren selbst die Ärzte überrascht. Die kennen das natürlich, dass die Symptome gemildert werden und so, aber dass das halt komplett unterdrückt wird, das haben die auch noch nicht gehabt, haben die mir erzählt. Also ich habe dieses impulsive Verhalten jetzt gar nicht mehr und das war bei mir mit Abstand das stärkste Symptom überhaupt. Also diese Punkte hier, Neigung zu unerwarteten Handlungen ohne Berücksichtigung der Folgen, das hatte ich so häufig. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr könnt euch das eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist so, wenn man das nicht kennt, wie soll man das beschreiben? Stellt euch vor, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, wenn euch irgendwas so aufregt, ihr habt euch mit einer Person so sehr gestritten, dass
ihr einfach ausgerastet seid und ihr konntet euch nicht mehr kontrollieren, dass dann vielleicht schon mal Gegenstände durch die Gegend geflogen sind oder ihr habt irgendwas gesagt, was ihr später bereut habt, einfach weil ihr total explodiert seid. Das kennt wahrscheinlich jeder. Und so muss man sich das vorstellen, ging es mir eigentlich permanent. Ich hatte permanent diese Wut im Bauch und ich war permanent, ich benutze jetzt ganz oft das Wort permanent, ich war permanent an diesem Punkt, wo ich so wütend war, konstant aber, nicht nur ausnahmsweise, sondern immer so konstant, so wütend war, dass ein falsches Wort, eine falsche Handlung gereicht hat und ich bin explodiert. Und das Schlimme ist halt, wenn man sich dann nicht kontrollieren kann, dann sagt man Dinge, die man nicht so meint. Man macht Dinge, ohne an die Folgen zu denken. Also ich habe so häufig Sachen kaputt gemacht, durch die Gegend geschmissen. Ich habe Leute, die mir sehr nahe standen, Sachen an den Kopf geworfen, die ich nicht so gemeint habe eigentlich. Stellt euch mal vor, ihr seid permanent so aggressiv und wütend, dass ihr euch nicht kontrollieren könnt. Das ist ja auch emotional sehr belastend, wenn man einfach keinerlei Freude in sich mehr hat oder nur sehr kurzfristig und die meiste Zeit ist man einfach nur permanent wütend, ist so emotional belastend, das kann sich kein normaler Mensch vorstellen. Ich habe dann halt auch angefangen, mich zurückzuziehen, eigentlich gar nichts mehr mit anderen zu unternehmen, weil man ist so eine tickende Zeitbombe und man weiß dann ganz genau, wenn ich jetzt rausgehe, dann triggert mich wieder irgendwas und dann explodiere ich wieder. Deswegen versucht man natürlich dann auch diese Situation ganz bewusst zu vermeiden und deswegen ziehen sich dann halt auch viele zurück, was bei mir so war, was dann dazu geführt hat, dass ich nur noch zu Hause gehockt habe, wobei das jetzt für mich nicht so schlimm ist, weil ich bin ja generell so ein Mensch, ich bin eigentlich gern alleine, ich habe gern meine Ruhe, das war schon als Kind schon so, ich mag die Ruhe, ich mag die Natur, ich bin gerne draußen in der Natur und das Problem ist halt, was mich am meisten triggert, dass ich ausraste, sind Menschen und Menschen kann man halt nicht wirklich vermeiden, das ist das Problem. Also ich habe ja immer schon gesagt, ich fühle mich irgendwie wie so ein Alien, ich komme mit Menschen nicht so klar, das hat ganz verschiedene Gründe. Ja, seit ich angefangen habe, vegan zu leben, ist es halt noch extremer geworden. Wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, merkt man erstmal, wie asozial Menschen eigentlich sind und wie egoistisch. Menschen denken nur an sich selbst und das triggert dann einfach noch mehr. Ich habe vorher schon so einen schlechten Draht zu Menschen gehabt und dann dadurch habe ich halt ein noch schlechteres Bild von Menschen gehabt und ja, dann hat das dazu geführt, dass es dann noch einfacher war, für andere Menschen mich zu triggern. Aber das sind auch im Alltag ganz normale Situationen gewesen, also jetzt unabhängig von diesem Vegan-Thema. Also zum Beispiel, ich reg mich ja ständig über die Dummheit anderer Menschen auf, aber es sind so Kleinigkeiten, da würde jeder sagen, mein Gott, denk doch einfach mal nach. Ne? Zum Beispiel, so ganz banale Dinge, kennt ihr wahrscheinlich alle. Ihr seid zum Beispiel im Supermarkt, ihr denkt, ach, ich brauche ja eigentlich nur Milch und was weiß ich, Äpfel, so dann nimmt man sich also keinen Korb, keinen Wagen, läuft dann durch den Supermarkt und dann findet man doch noch ein paar Sachen, die man gerne kaufen möchte, ist dann total beladen, denkt sich, scheiße, hätte ich doch mal einen Wagen genommen. Es ist dann natürlich auch schwer, das eine oder andere rutscht vielleicht, man denkt sich, oh, jetzt stehe ich gerade an der Kasse, wann kann ich endlich meine Sachen auflegen, damit ich das Gewicht auch mal loswerde. Und dann ist ein Mensch vor euch, der ist so intelligent und legt seine Sachen nicht ganz vorne aufs Band, sodass die anderen hinter ihm vielleicht auch die Sachen auflegen könnten, wie es ja eigentlich logisch wäre, wenn man einfach mal sein Gehirn anschaltet, sondern legt es ganz hinten auf und dann ist ungefähr so, ihr seht es jetzt nicht, gefühlt ein Meter, anderthalb Meter Platz auf diesem Band und man, also ich hatte dann schon immer den Impuls, das habe ich manchmal dann auch gemacht, ich habe einfach die Hand genommen und habe die Sachen, ihr kennt ja diese Trenndinger, habe den dann so weit nach vorne geschoben, dass die Sachen nach vorne gerutscht sind, habe dann meine Sachen da drauf geknallt, dann haben sich die Menschen in der Regel umgedreht und ich habe die so angeguckt nach dem Motto, ja, wenn du zu blöd bist dafür, dann mache ich das eben. Und das sind dann, ne, wieder, boah, Trigger, könnte ich ausrasten, wenn man dann eh schon impulsiv ist. Das sind dann so Situationen, da hätte es wirklich gereicht, wenn die Person ein Wort gesagt hätte, und ich hätte eine gescheuert. Kann sich ein normaler Mensch nicht vorstellen, aber es ist halt auch schwer, das mit Worten so zu erklären. Es sind halt Gefühle, wie soll man das erklären? Oder andere Situationen. Man ist, was weiß ich, im Kaufhaus, will raus, dann sind ja meist nur so kleine Türen, sagen wir mal Doppeltüren. Und dann sind zwei Menschen vor dir, die betreffen sich dann, wollen sich Hallo sagen, bleiben dann wo stehen? Genau im Eingang. Da denke ich mir auch, Leute, ein Meter vor oder zurück an die Seite ist jetzt nicht gerade schwer. Sollte jeder drauf kommen, wo bleiben wir stehen? Nein, mitten im Eingang, versperren den Weg. Ey, hätte ich ausrasten können. Ne, das sind so Situationen, die kennt ihr eigentlich alle. Oder wenn man mit dem Auto unterwegs ist, was weiß ich, irgendjemand nimmt einem die Vorfahrt, ne, hält sich nicht an die Regeln, was weiß ich. Das sind alle Situationen, die kennt ihr alle. Und das sind halt so typische Trigger-Momente von meinen Mitmenschen, die mich zum Ausrasten gebracht haben. Und deswegen habe ich ganz bewusst angefangen, meinen Alltag danach umzustrukturieren. Zum Beispiel bin ich nur noch einkaufen gegangen, wenn es ganz leer war. Das heißt, entweder kurz vor Feierabend oder kurz
nach der Eröffnung, dann morgens schon um 6 Uhr oder was? Ja, keine Ahnung, wenn ich irgendwo hin musste, habe ich halt geguckt, dass ich so fahre, dass ich möglichst wenig Menschen treffe und all so ein Kram, ne? Unbeständigkeit und Unberechenbarkeit der Stimmung, oh ja, ich war so launisch. Das war auch wieder so ein Punkt, dass man kann in einem Moment total happy sein und dann ohne ersichtlichen Grund 5 Minuten später depressiv oder wütend oder keine Ahnung was, das kann so schnell umschwenken. Das ist einfach nur belastend, wobei ich wirklich die meiste Zeit sowieso wütend war und schlecht gelaunt und depressiv und eigentlich selten positive Gefühle in mir hatte. Ja, der zweite Punkt, Gefühlsstürme. Das ist ja auch so ein ein schöner Übergang zum letzten Punkt, Unbeständigkeit und Unberechenbarkeit der Stimmung, ne? Gefühlsstürme, dass Gefühle nicht nur schnell schwanken, sondern auch so stark dann auf einen einprasseln, dass es wirklich Gefühlsstürme oder sogar Tornados sein können, wie ich das jetzt einfach mal bezeichne. Typische Symptome sind Stimmungsschwankungen und Gefühlsstürme. Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung haben zunächst Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu spüren und einzuordnen. Das ist auch immer ganz schlimm. Wenn das dann so schnell schwankt, dass du dir eigentlich gar nicht gerade sicher bist, was du jetzt eigentlich fühlst, und das ist dann auch so belastend, wenn du dich selber irgendwie nicht verstehst, erstmal nicht verstehst, warum das jetzt gerade so schnell schwankt, und dann musst du dir erstmal überhaupt realisieren, was du gerade eigentlich fühlst, das ist total merkwürdig, haben zunächst Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu spüren und einzuordnen. Sie merken gar nicht, dass sie sich über etwas ärgern oder traurig sind. So baut sich eine innere Anspannung auf. Schon minimale Anlässe genügen dann, um die Gefühlslage und die Gefühlslage kippt. Von einem Moment auf den anderen überfällt die Betroffenen plötzlich überwältigende Wut, Angst bis hin zur Panikattacke oder völlige Verzweiflung. Ja, das habe ich auch schon häufig gehabt, dass die Stimmung einfach kippt. Ich im Nachhinein kann ich es nachvollziehen, dass man wirklich gar nicht merkt, dass man sich jetzt gerade über irgendwas ärgert. Plötzlich ist man wütend, plötzlich ist man traurig, fängt an zu heulen, weiß gar nicht warum. Es ist scheiße, wenn man sich selber nicht versteht, kann ich euch nur sagen. Also, schon minimale Anlässe genügen. Ich kann heute nicht lesen, merkt ihr, ne? Ich habe schon meine Brille auf und trotzdem bin ich zu blöd. Von einem Moment auf den anderen überfällt die Betroffenen plötzlich überwältigend. Ach so, da waren wir schon. Sie sind nicht in der Lage, diese rasch wechselnden Empfindungen und ihre Impulse zu kontrollieren. Hatten wir schon das Thema, nicht kontrollieren können. Dieses impulsive Verhalten wirkt auf die Umgebung befremdlich und irritierend. Kann man sich natürlich vorstellen, ne? Betroffene gelten als aggressiv, launisch und unberechenbar, verständlicherweise. Ihre Stimmungsschwankungen sind extrem. Die Patienten erleben täglich eine Achterbahnfahrt von Gefühlen, die sie nicht kontrollieren können. Der Auslöser für die intensiven Emotionen können geringfügig erscheinen, habe ich ja schon gesagt, ne? Diese Trigger im Alltag, die eigentlich, wo sich ein normaler Mensch wahrscheinlich nur kurz drüber ärgern könnte oder würde und der mich dann zum Explodieren bringt. Doch Borderliner reagieren sehr sensibel auf äußere Ereignisse. Da habe ich auch schon häufig die Erfahrung gemacht, dass ich habe schon immer gesagt, ich bin so ein Magnet für negative Empfindungen. Also ich habe mich immer so gefühlt, als ob ich zwei Seiten in mir habe, sage ich jetzt mal. Also die normale, positive Seite, die versucht sich permanent nach oben zu kämpfen, aber diese negative mit den negativen Gefühlen von Hass, Wut, Angst, Depression und so Traurigkeit ist einfach so stark, dass die überwältigt und diese positive Seite versucht täglich, sich immer wieder nach oben zu kämpfen. Aber das ist auch so kräftezehrend, dass es einfach nicht immer geht. Dann fühlt man sich halt überfordert und diese Trigger-Momente sind dann so heftig, ja, dass ich dann einfach so sensibel oder vielleicht kommt mir das auch nur so heftig vor. Ich reagiere dann auf diese kleinen Anlässe so sensibel, dass mich das direkt wieder runterzieht von der Stimmung. Also ich habe echt das Gefühl, ich absorbiere diese Negativität von anderen Menschen so krass, dass mich das permanent runterzieht. Und dann wieder hochzukommen ist so schwer, weil ich dann auch den ganzen Tag darüber nachdenke und mich den ganzen Tag darüber ärgere. Deswegen habe ich halt angefangen, mich so zurückzuziehen. Sie fühlen sich schnell überfordert oder unter Druck gesetzt. Damit habe ich auch so Probleme. Ich fühle mich total schnell überfordert, vor allem wenn irgendwas nicht gleich klappt. Dann kriege ich Heulkrämpfe, ich bin wieder wütend, schmeiß Sachen durch die Gegend. Ihre Gefühle halten meist nicht lange an, erzeugen jedoch eine starke innere Unruhe. Das ist eben das, was ich meinte mit, ich denke dann den ganzen Tag darüber nach und bin die ganze Zeit unruhig. Es kann zum Auftreten mehrerer sich widersprechender Emotionen gleichzeitig kommen, zum Beispiel Freude und Wut oder Ekel und Erregung. Zusätzlich sind sie sehr empfänglich für die Stimmung ihrer
ihrer Mitmenschen. Das habe ich gerade auch schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass ich diese Negativität um mich herum absorbiere und dann in mir trage und dann damit zu kämpfen habe, dass ich das einfach dann nicht so stark wieder abbauen kann. Dann habe ich diese permanente Unruhe in mir und deswegen versuche ich mich halt ganz gezielt von sowas fernzuhalten. Wobei ich jetzt nicht mehr so das Problem damit habe, seit ich die Tabletten nehme, aber das hatte ich vorher halt sehr extrem. Aber das ist zum Glück jetzt sehr beständig bei mir. Ich habe nicht mehr diese ständig wechselnden Gefühle, also die Gefühlsschwankungen, Depressionen sind sowieso weniger geworden und es hat sich alles so ein bisschen eingependelt bei mir. Aber ja, auch, dass man mehrere Gefühle, widersprüchliche Gefühle gleichzeitig empfindet, das hatte ich auch schon, ne? Also das ist dann auch, man weiß dann irgendwie gar nicht, kann es gar nicht so richtig einordnen, was man da gerade eigentlich fühlt, was einen dann selbst verwirrt und ist dann überfordert und ist ganz komisch. Unbeständige und unangemessen intensive zwischenmenschliche Beziehungen. Menschen mit Borderline-Störung führen meist unbeständige und unangemessen intensive Beziehungen zu anderen Menschen. Diese zeichnen sich durch extreme Verschiebung der Einschätzung des Beziehungspartners zwischen Idealisierung und Abwertung und ständige Versuche, diesen zu manipulieren aus. Jetzt sind wir bei diesem Thema Manipulation, was ja auch so ein typisches Borderline-Klischee ist, sage ich jetzt schon mal. Die Intensität der Beziehung ergibt sich aus der Intoleranz der Borderline-Persönlichkeit gegenüber Trennung ihrer Unbeständigkeit aus fehlender Objektkonstanz, die Fähigkeit, andere als komplexe Menschen wahrzunehmen, die sich dennoch widerspruchsfrei verhalten können. Der Borderline entwickelt eine Abhängigkeit zum Partner und idealisiert ihn. Solange dieser seine Bedürfnisse befriedigt, erfährt er Zurückweisung oder Enttäuschung, verfällt er ins andere Extrem und wertet den Partner ab, ohne sich dennoch von ihm trennen zu können. Das eskaliert dann in ich kann heute echt nicht lesen, das ist ein falscher Tag, um ein Video zu machen, ihr merkt das, ne? Also, dann eskaliert das manipulierende Verhalten des Borderliners, er zeigt sich schwach und hilflos, neigt zu Hypochondrie, Masochismus, Selbstverletzung, Suiziddrohung oder Versuchen. Borderline-Patienten geben den Impulsen nach, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Also das mit den Konsequenzen haben wir schon öfter gehabt. Also ich hatte auch schon sehr unangemessen intensive Beziehungen oder sehr merkwürdige Beziehungen insgesamt. Also das ist immer so das Problem mit dieser Trennungsangst. Borderliner haben ja sehr starke Verlassensängste. Also ich verallgemeine das jetzt mal, weil ist sehr häufig bei den meisten, so muss aber nicht auf jeden zutreffen. Ja, man hat Angst vor Zurückweisung, Enttäuschung, hat Angst verlassen zu werden, was dann auch häufig was mit einem schwankenden Selbstbild zu tun hat, dass man ja einfach Angst hat, verlassen zu werden. Dadurch entwickelt man dann halt diese Abhängigkeit und also lässt so einen Gedanken der Trennung gar nicht zu, weswegen man den Partner dann idealisiert. Also man hebt ihn in den Himmel. Es gibt, das ist ja auch so eine Schwarz-Weiß-Denken-Geschichte, ne? Man neigt dazu, den Partner zu idealisieren und sieht dann häufig auch die ganzen negativen Dinge gar nicht. Das ist mir auch schon passiert. Und sobald dann aber doch etwas passiert, dann fängt das Ganze an umzuschwenken. Also ich hatte halt auch häufig das Problem, dass ich die Menschen nur schwarz oder weiß sehen konnte. Also entweder gut oder böse, was dazwischen gab es gar nicht. Und dann schwenkt das Ganze um und man, also ich hatte dann häufig das Problem, dass bei solchen Geschichten ich dann so gar keine Liebe mehr gespürt habe, sondern einfach nur noch puren Hass. Schwenkt dann so stark um. Ja, und dieses manipulierende Verhalten, das kommt sehr häufig vor. Das habe ich in der Vergangenheit, als ich noch sehr viel jünger war, auch mal gemacht. Habe das aber schon seit Jahren abgelegt, weil ich, also man weiß natürlich, dass das nichts Positives ist. Und ich bin dann schon selbst damals auf den Trichter gekommen, dass das nicht so cool ist und unterdrücke den Impuls seither. Was nicht heißt, dass der nicht noch da ist, aber ich mache es schlicht nicht, weil ich weiß, dass es scheiße ist. Aber wenn man dann Angst hat, verlassen zu werden, man hat das Gefühl, oh, die Person hat vielleicht, was weiß ich, klassisches Beispiel, als Frau jetzt zum Beispiel, der Mann hat eine Freundin, mit der er nichts hat, aber dann bildet man sich als Borderliner vielleicht ein, dass da was ist und hat Angst, verlassen zu werden und dann fängt man auf einmal an, so wehleidig zu werden und ich bin krank und ich kann ja nicht und ne, begibt sich dann so in die Opferrolle, damit der andere dann ja, keine Ahnung, aus Mitleid bei einem bleibt oder was, ich verstehe das auch nicht so ganz, was das jetzt so wirklich, also wo der Sinn dahinter ist. Oder das ist ja auch so ein Klassiker, ne? Selbstverletzung, wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil man dann die Aufmerksamkeit des anderen sucht. Es gibt ja so diese typischen, wobei das nicht nur so ein Borderline-Ding ist, dieses, ja, wenn du mich verlässt, dann bringe ich mich um. Oder man verletzt sich, um dem anderen zu zeigen, ja, ich kann nicht ohne dich. Das sind ja auch so Sätze, die manche dann tatsächlich auch
zu dem anderen sagen. Wobei, wie gesagt, das ist nicht so ein Borderline-Ding unbedingt, aber es ist halt, also es kommt sehr häufig bei Borderlinern vor, aber es muss nicht unbedingt bei Borderlinern nur vorkommen. Also es kann auch ganz andere Personen betreffen, das wollte ich damit sagen. Ja, ist natürlich nicht so cool, wenn man sagt, ja, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Da bin ich zum Beispiel früher schon selbst auf den Trichter gekommen, dass sowas halt zu weit geht und man will ja auch nicht den anderen erpressen, um bei einem zu bleiben. Also insofern konnte ich da schon selbst für mich so viel begreifen, dass das vielleicht einen Tacken zu weit geht. Deswegen habe ich das nie wirklich gemacht, aber der Impuls war halt irgendwie immer da, weil es halt aus der Tatsache resultiert, würde ich sagen, dass man halt Angst hat, verlassen zu werden. Das hatte ich halt auch. Und dann bildet man sich halt auch permanent Sachen ein. Man neigt vielleicht dann auch dazu, zu kontrollieren, oh, was weiß ich, das Handy des anderen zu kontrollieren oder dies und das. Was dann natürlich auch sehr stressig ist für die Beziehung insgesamt und ja, man setzt sich dann permanent selbst unter Druck und stresst sich selbst, wenn man immer daran denkt, oh, wenn der jetzt ausgeht mit Freunden, vielleicht sind da Mädels dabei und ne, das sind so typische Gedanken, die man dann hat und man macht sich damit selbst verrückt, weshalb ich jetzt gerade auch eigentlich froh bin, dass ich keinen Partner habe, wobei ich ja schon seit vielen, vielen Jahren keinen Partner habe und diesen Stress nicht habe. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll für mich wäre, eine Beziehung zu haben, auch wenn man das natürlich irgendwo will. Aber ich weiß nicht, ob das nicht emotional so stressig für mich wäre, weil ich dann permanent diese Gedanken hätte. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja irgendwo auch gut, alleine zu sein, obwohl das auch nicht... Also man hat natürlich den Impuls, ja, den Impuls kann man nicht sagen. Also wir sind ja soziale Lebewesen und natürlich möchte man eine Beziehung haben. Aber in diesem Punkt bin ich auch irgendwie froh, keine zu haben. Ich habe mich schon häufig gefragt, ob es vielleicht auch irgendwo Menschen gibt, die da gar nicht so in der Lage zu sind, eine gesunde Beziehung zu führen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt könnte. Keine Ahnung. Müsste man halt ausprobieren, aber ich kann es echt nicht sagen zu dem jetzigen Zeitpunkt. Womit wir auch schon bei dem Punkt Selbstverletzung und Suizidverhalten wären, habe ich ja gerade schon mal angeschnitten. Eine ständige innere Anspannung ist typisch für die Borderline-Störung. Damit habe ich auch stark zu kämpfen gehabt. Symptome von Anspannung können sich sogar als Zittern äußern. Die Spannungszustände treten oft mehrmals am Tag auf, sie nehmen rasch zu und klingen langsam ab. Ein Auslöser ist für die Patienten nicht immer erkennbar. Um diese Anspannung im Körper abzubauen, ritzen sich viele Borderline-Patienten, das ist so das ne, typische Klischee, kann man auch wieder sagen, mit Rasierklingen, Glasscherben und anderen Gegenständen fügen sie sich zum Teil lebensgefährliche Verletzungen zu. Manche legen auch andere Formen selbstzerstörerischen Verhaltens an den Tag. Sie konsumieren beispielsweise Alkohol und Drogen, leiden unter Essstörungen, rasen mit dem Auto, betreiben hochriskante Sportarten oder haben Risikosex. Also der einzige Punkt, der hier auf mich zutraf, war halt die Sache mit den Rasierklingen, Selbstverletzungen, wegen dieser inneren Anspannung, dass ich häufig ohne Grund irgendwie diese Panik in mir hatte, was wir ja auch schon hatten, der Punkt, verschiedene Gefühle kommen auf einmal, sind stark da und man weiß irgendwie nicht so richtig, wohin damit. Das kommt dann schon wie in so einer Panikattacke. Und dann hat man halt diese starke Anspannung, die man versucht irgendwie loszuwerden. Und dann neigt man halt häufig zu dieser selbstschädigenden Verhaltensweise. Selbstschädigende Verhaltensweisen, die auf Außenstehende wie ein Suizidversuch wirken, sind für die Betroffenen meist ein verzweifelter Versuch, die quälenden Gefühlszustände in den Griff zu kriegen. Häufig mündet Borderline in eine Depression. Viele Betroffene entwickeln Suizidgedanken. Über die Hälfte aller Betroffenen begeht Suizidversuche. Die Suizidrate liegt zwischen 3% und 10%. Die höchste Gefährdung haben Menschen im Alter von 20 bis 30 Jahren. Danach nimmt das impulsive Verhalten ab. So ein bisschen Information. Borderline-Patienten geben ihren Impulsen nach, ohne die Konsequenzen zu bedenken, hatten wir jetzt schon öfter. Ihr überzogenes Verhalten bringt sie schnell in Konflikte mit anderen. Ihr Selbstbild ist instabil, bis hin zu Unsicherheit über die eigene sexuelle Ausrichtung. Die meisten haben Probleme, ein angestrebtes Ziel zu verfolgen, weil sie ihre Pläne unentwegt ändern. Ja, das hatten wir eigentlich alles schon und das meiste trifft auf mich jetzt nicht zu, bis auf eben diese Selbstverletzung bzw. Suizidversuche habe ich euch in einem anderen Video schon erzählt, glaube ich, gab es in der Vergangenheit, ist aber schon länger her. Paranoide oder dissoziative Symptome. Jetzt kommen wir zu was ganz Interessantem.
Selbstverletzende oder gefährdende Handlungen helfen den Patienten auch in die Realität zurückzufinden, denn häufig zeigen Borderliner Symptome der Dissoziation. Bei einer Dissoziation verändert sich die Wahrnehmung wie in einem Drogenrausch. Es können kurzzeitige Erinnerungsverluste oder auch Bewegungsstörungen auftreten. Tatsächlich hatte ich keine Bewegungsstörungen oder Erinnerungsverluste, aber diese dissoziativen Zustände, kenne ich. Okay, pass auf, ich versuche jetzt mal das zu erklären. Das ist schon ganz schwierig. Ich habe schon in der Vergangenheit mal versucht, das anderen zu erklären, aber das gestaltet sich als sehr, sehr schwierig. Ich habe das nie zu Hause, sondern immer nur, wenn ich unterwegs bin, häufig, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Jetzt versuchen wir mal, die richtigen Worte zu finden. Also ich war unterwegs, konnte alles sehen, fühlen, hören, ganz normal. Aber ich habe das anders wahrgenommen als sonst. Also das, wie soll ich das erklären? Es fühlte sich für mich irgendwie an, als ob ich nicht richtig da wäre. Also ich habe keine Verzögerung gehabt. Wie nennt man das? Wenn man betrunken ist, hat man ja, man kann nicht so gut reagieren, wie wenn man nüchtern ist. Das hatte ich jetzt nicht. Ich habe alles ganz normal schnell wahrgenommen. Ich habe alles gesehen, gefühlt, wie gesagt. Aber es hat sich für mich irgendwie so angefühlt, als wäre ich nicht wirklich in meinem Körper drin. Beziehungsweise, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich habe das aus der Perspektive gesehen eines Menschen, der neben mir steht. Weil das ist ja Quatsch. Ich sehe es ja durch meine Augen und logischerweise dann auch aus dem Blickwinkel. Aber es hat sich irgendwie so angefühlt, als wäre ich woanders. Als wäre ich, ich weiß nicht, als wäre meine Seele, so nenne ich es jetzt einfach mal, irgendwie weiter weg. Das ist ganz komisch zu erklären. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Auf jeden Fall wie in so einem leicht betäubten Zustand, als wäre die Seele betäubt. Also man nimmt zwar alles wahr, aber irgendwie halt auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Gucken wir mal, was hier noch so steht. Die Dissoziation hängt mit der Abspaltung von Gefühlen zusammen, die Borderliner erleben. Die Ursache dafür sind häufig traumatische Erlebnisse in der Kindheit. Wenn das Kind nicht die Möglichkeit hat, der traumatischen Situation zu entfliehen, begibt es sich emotional an einen anderen Ort. Ich glaube, das ist eine sehr gute Erklärung, dass man emotional einfach an einem anderen Ort ist. Aber trotzdem alles wahrnimmt, aber irgendwie auch nicht da ist. Schwierig, das zu erklären. Diese Dissoziationen tauchen auch im späteren Leben auf. Vor allem dann, wenn negative Gedanken und Gefühle auftreten. Ah, okay. Also kann es jetzt damit zu tun hängen, dass ich mich draußen dann einfach nicht wohlfühle? Ja, das habe ich ja schon gesagt. Und dass ich mich dann einfach emotional an einen anderen Ort begebe. Sehr interessant auf jeden Fall. Manche Borderline-Patienten erleben sogenannte Derealisationen oder Depersonalisationen. Mein Gott, jetzt geht das auch noch mit Fremdwörtern los. Bei einer Derealisation wird die Umwelt als fremd und unwirklich wahrgenommen. Ich glaube, das ist das, was ich habe. Bei einer Depersonalisation empfinden die Betroffenen ihr eigenes Ich als fremd. Oder ist es das? Keine Ahnung. Ihre Gefühle erscheinen ihnen wie losgelöst von ihrer Person. Boah, keine Ahnung. Kann es auch eine Mischung aus beidem geben? Ich weiß es nicht, was jetzt eher zu mir passt. Der nächste Punkt hatte ich auch schon angesprochen. Schwarz-Weiß-Denken. Ein weiteres Borderline-Anzeichen ist das Schwarz-Weiß-Denken der Patienten, das Sachverhalte ebenso betrifft wie ihre Mitmenschen. So idealisieren sie Personen in ihrer Umgebung oft zunächst, um sie dann bei der kleinsten enttäuschten Erwartung extrem abzuwerten. An solchen plötzlichen Umschwüngen lässt sich Borderline erkennen. Stabile Beziehungen einzugehen ist daher ein großes Problem. Das habe ich gerade schon erklärt. Für Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung Symptome sind sowohl die Angst vor der Nähe zu anderen Personen als auch die Angst, alleine zu sein. Ich glaube, das ist das, was ich auch gerade schon beschrieben habe. Das ist einerseits will man nicht alleine sein, aber andererseits, wenn man dann jemanden hat, hat man wieder Angst, verlassen zu werden. Ich habe mich daran gewöhnt, alleine zu sein. Und wenn ich jetzt jemanden habe, hätte ich ja wieder Angst, den zu verlieren. Ist ganz schwierig. Ihr Verhalten wechselt daher zwischen extremen Klammern und Abweisungen. Kann ich absolut bestätigen. Beziehungen zu anderen Menschen sind so schwierig, weil ich habe auch schon gemerkt, dass ich in der Vergangenheit, wenn ich in einer Beziehung war, habe ich häufig auch Streit provoziert. Einerseits hat man Angst vor Nähe, dass die Person einem zu nahe kommt und deswegen versucht man, die von sich wegzustoßen. Aber dann hat man auch wieder Angst, alleine zu sein und dann klammert man wieder. Das widerspricht sich eigentlich, aber für einen Borderliner ist es halt nicht widersprüchlich. Das ist so kompliziert, Beziehungen zu führen. Ich weiß es halt auch nicht, wie es jetzt wäre, ich bin ja jetzt in Therapie, ich habe Tabletten und so. Ich glaube, jetzt wäre es vielleicht irgendwie möglich, aber
Vorher, also unbehandelt, war es bei mir eine absolute Katastrophe. Also eine Beziehung von mir war schlimmer als die andere. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch irgendwie Angst, eine Beziehung überhaupt nochmal einzugehen. Wobei es ja jetzt wahrscheinlich besser werden würde. Aber ich bin ja jetzt auch schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren Single. 6 Jahre, 7 Jahre, I don't know, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, aber ich denke mir halt auch irgendwo, ich habe mich daran gewöhnt, alleine zu sein. Und wenn ich jetzt wieder jemanden hätte, dann hätte ich wieder diese Angst, habe ich ja gerade schon erzählt, vor dem verlassen werden und dann wäre es vielleicht so ein Emotions-Ping-Pong, der zu stressig für mich wäre. Dann auch etwas ganz Typisches, das Gefühl der Leere. Typische Borderline-Symptome sind Gefühle der Leere und Langeweile. Diese Gefühle hängen zum einen damit zusammen, dass Borderline-Patienten Schwierigkeiten mit ihrer eigenen Identität haben. Sie sind unsicher darüber, sie sind sich unsicher darüber, wer sie sind und was gut und schlecht für sie ist. Demzufolge fehlen ihnen Wünsche und Ziele, die sie folgen können und die sie im Leben antreiben. Zum anderen fühlen sie sich oft alleine und verlassen. Beziehungen zu anderen Menschen sind aufgrund der typischen Borderline-Symptome schwierig und sehr instabil und zerbrechen leicht. Ja, habe ich alles schon erklärt. Also das Gefühl der Leere, ich habe jetzt kein Problem mit Langeweile, aber das Gefühl der Leere, das habe ich sehr, sehr häufig. Es ist wegen diesen ganzen Emotionsstürmen, wahrscheinlich denke ich auch irgendwo eine Erleichterung, zwischendurch dann auch mal gar nichts zu fühlen. Wobei das dann auch wieder verwirrend ist, weil einerseits fühlt man ständig eigentlich zu viel von allem und dann auf einmal gar nichts mehr. Ich hatte das auch vor 2 Jahren hatte ich ja ungefähr so eine kleine Krise, weshalb das dann auch alles mit der Tagesklinik und so war. Und da hatte ich dann auch, also ich habe so heftig gelitten, ich war psychisch so am Ende, dass ich dann, ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt hatte, dass ich dann wochenlang in so einem gefühlsleeren Zustand war. Ich denke mal, dass mein Kopf einfach gesagt hat, so, ich kann nicht mehr. Wenn das jetzt so weitergeht, dann explodiere ich. Und deswegen schalte ich mich jetzt einfach komplett ab. Und dann habe ich wochenlang einfach gar nichts mehr gefühlt. Und das ist halt so, also im ersten Moment ist das eine Erleichterung. Aber wenn, also es ist dann irgendwie merkwürdig, wenn man jetzt, also wenn irgendwas Schlimmes passiert, zum Beispiel stellt euch vor, ihr kriegt jetzt die Nachricht, eure Mutter ist im Krankenhaus, eure Oma ist gestorben, was weiß ich. Und ihr wisst ja, eigentlich wärt ihr jetzt traurig, aber ihr fühlt einfach gar nichts. Das ist so, also man hat dann irgendwo ein schlechtes Gewissen, wenn man sich denkt, was ist jetzt mit mir los? Ich bin nicht mal traurig, dass die Person jetzt tot ist oder was. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt oder so, könnt ihr ja gerne mal was dazu in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ich habe jetzt alles so ausführlich erklärt, wie es nur irgendwie machbar ist. Also ja, es ist sehr, sehr schwierig für mich, mit dieser ganzen Situation umzugehen. Vor allem wusste ich ja nie wirklich, was mit mir los ist. Ich habe ja die Diagnose erst vor ungefähr einem Jahr bekommen. Und es ist halt vorher so schwierig, wenn man halt merkt, irgendwas ist nicht normal, aber du weißt halt auch nicht, wie du dir helfen sollst. Und unbehandelt ist es einfach eine absolute Katastrophe. Vor allem, wenn man mit dieser Impulsivität zu kämpfen hat. Da macht man sich langfristig einfach alles kaputt. Da glaubt mir, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Das Schlimmste, was man machen kann, sich nicht Hilfe zu suchen. Man muss da irgendwie mit klarkommen. Ich meine, klar hatte ich in der Klinik auch so Sachen wie DBT und so und womit man dann, ne, so Anspannung, womit man lernen kann, so mit der Anspannung umzugehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es immer vielen Leuten nicht gefällt, wenn ich das sage, aber am meisten geholfen haben mir tatsächlich die Duloxetin-Pillen. Ich weiß, Medikamente sind keine Lösung für alles. Ne, ich selbst bin ja so ein Mensch, ich habe nie Medikamente genommen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Ich nehme nicht mal Kopfschmerztabletten, wenn ich Kopfschmerzen habe. Ich versuche dann immer erst mit Pfefferminzöl und dies und das. Aber ich muss sagen, in dem einen Punkt war es definitiv eine sehr gute Entscheidung, weil so gut DBT-Training und das alles auch war in der Klinik, dass man konnte zwar dadurch irgendwo ein bisschen gegen diese Impulse arbeiten, aber sie waren ja immer noch da. Und das hat mich so emotional gestresst und mitgenommen. Und durch die Tabletten ist das jetzt einfach im Gleichgewicht. Und ich habe diese Probleme nicht mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass es unterdrückt wird, sondern diese Stimmungsschwankungen sind einfach aus dem Grund nicht mehr da, weil mein ganzer Spiegel jetzt einfach im Gleichgewicht ist. Das ist das, was mir von Natur aus halt fehlt. Von daher ist das schon etwas sehr Positives. Und ich bin der Meinung, es gibt auch einfach Krankheiten, die ohne Medikamente auch gar nicht funktionieren. Von daher hat mir das schon extrem geholfen. Und ja, dass ich da so ein paar Bücher zu dem Thema noch gekauft habe, habe ich euch auch schon alles gezeigt. Ich wüsste nicht, was ich euch jetzt noch sagen kann. Ach, ich weiß nicht, ich warte jetzt erstmal auf euer Feedback, denke ich. Und dann mal gucken, vielleicht mache ich dazu nochmal ein Video. Oder ich kann ja auch in den Kommentaren auf eure Fragen antworten und so. Dann, ja, denke ich, schneide ich jetzt noch ein bisschen das Video und dann lade ich das auch jetzt gleich hoch.
Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in diesem Jahr nochmal ein Video hochlade. Das ist halt immer sehr schwierig für mich, weil das ist auch nochmal ein Thema. Ich habe jetzt auch irgendwie eine Woche gewartet, bis ich dieses Video endlich mal hochgeladen habe. Weil dadurch könnt ihr verstehen, dass ich von allem quasi immer zu viel Gefühle habe. Und bei mir das alles auf, nicht wie bei anderen Menschen, 100% läuft, sondern auf 1000% in meinem Kopf mit den Gefühlen, mit den Emotionen, mit Stress und so weiter, ist das für mich so extrem belastend, dass ich nicht so belastbar bin wie andere Menschen. Das wurde jetzt auch festgestellt. Also da gab es Untersuchungen, halt auch wegen Arbeitsfähigkeit und alles Mögliche, weil ich jetzt halt auch meinen kompletten Arbeitsalltag umstellen musste. Und da ist dann rausbekommen, dass ich auch einfach nicht so belastbar bin wie andere Menschen. Deswegen kann ich auch gar nicht so viel wie andere Menschen. Und das schlaucht alles sehr extrem. Ich bin immer sehr schnell müde und das hat auch nichts zu tun irgendwie mit Mangelerscheinungen oder was weiß ich, falls jetzt wieder Leute darauf kommen. Nein, es hat damit gar nichts zu tun. Meine Blutwerte sind fantastisch, ich habe keine Mangelerscheinungen. Das hat einfach was mit diesem Borderline zu tun, dass ich nicht so belastbar bin wie andere Menschen und dass ich nicht so viel leisten kann wie andere Menschen, dass ich sehr viel schneller müde bin und sehr viel schneller an mein Limit stoße. Und deswegen weiß ich halt nicht, also ich sag dann immer, dann und dann kommt noch ein Video, dann habe ich mal dann wieder so Tage, da bin ich so platt und ausgelaugt, dass ich es dann einfach nicht schaffe. Deswegen habe ich mich ja auch von diesen festen Tagen verabschiedet, weil ich dann einfach gemerkt habe, ich pack das einfach nicht, das ist zu viel für mich, das überfordert mich. Und deswegen weiß ich nicht, ob heute ist, glaube ich, der 28., ob ich dann jetzt noch mal in den nächsten Tagen ein Video mache. Deswegen sage ich jetzt einfach schon mal vorsichtshalber, guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen in diesem Jahr. Und ich mache gar nichts an Silvester. Ich finde diese Ballerei total zum Kotzen. Ich werde einfach, ich weiß nicht, ob ich was mit, eine Freundin hatte mich gefragt, ob wir vielleicht was machen. Oder ansonsten wird es für mich ein ganz normaler Tag sein, wie jeder andere auch. Und dann danke ich euch fürs Zuhören, falls ihr bis hierhin geschaut habt. Sehr, sehr schön, sehr, sehr nett von euch, freut mich. Ja, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch, einen schönen Abend noch. Lasst unbedingt Feedback da. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, dann bis dann. Ich freue mich auf eure Kommentare.